Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vertraue auf die Fireflies. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pillen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. So, und so beginnt es. Hallo und willkommen zum zweiten Teil von The Last of Us. Danke nochmal an Ramsey für seine Unterstützung. Ihm verdanken wir diese Serie zu diesem genialen Spiel. So. Das Intro haben wir in der letzten Folge hinter uns gebracht. Das großartige, großartige Intro. Ich habe das übrigens noch nie auf Deutsch gesehen, bis jetzt immer nur auf Englisch. Aber es hat mich wieder auch auf Deutsch sehr berührt. Die deutsche Synchro ist ordentlich. Passt. Sehr gut. So. Was ist das denn ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Was ist mit dir, Joel? Hat man dir auch schon was aufgedrückt? Nein. Ja, na klar. Naja, dann. Jetzt beginnt nach dem Intro im Grunde das Tutorial. Die neue Welt wird etabliert, wir lernen die Spielmechaniken. Und hier kommt echt, finde ich, der Tiefpunkt des Spiels leider so ein bisschen. Ich bin ja echt blind in dieses Spiel gestartet damals. Ich wusste wirklich so gut wie gar nichts, außer Pilzzombies, was ziemlich cool ist.
Und da hat mich das Intro echt unglaublich gepackt. Und dann kam diese Stelle hier, wo ich mich echt so ein bisschen durchkämpfen musste. Ich bin froh, dass ich es durchgehalten habe, dass ich es weitergespielt habe, denn es wird nochmal wieder verdammt gut. Es hat ein paar echt gute Höhen. Aber hier, also die nächsten paar Minuten... Oh. Naja, aber jetzt lassen wir erstmal die neue Welt auf uns wirken. Denn... Alle Einwohner mit Geschwindigkeit der Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Denn schön inszeniert ist das hier immer noch. So, ich versuche ein bisschen die ganzen Szenen, die hier so passieren, einzufangen. Okay, scheiße. Ich hab nichts Falsches gemacht! Hände hoch, verdammt nochmal. Mach schon. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Also wir sehen schon, Militärdiktatur trifft's wohl am besten, was hier in der Zone los ist. Himmel, was ist passiert? Was glaubst du? Sie haben ihn verprügelt und abgeführt. Seitdem wir die Kontrolle über die Versprengten verlieren. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay, einfach cool bleiben. Hello, I'm very cool. Aufreise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. So, verdammte die Luft scheint rein. Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten sind bereit. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Okay, ich verarzte mich. Hier nach oben drücken. R2. Los geht's. So, gut. Wir werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Brieftauben? Fragezeichen? Oder der mag einfach nur Tauben? Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Ja, du bist aber nicht sehr gut versteckt. Man sieht genau das Loch dahinter. Ja, ich helfe dir.
trotzdem nicht gut versteckt. Die Flasche hätten wir vorher wegnehmen sollen. Seid vorsichtig da draußen. Okay. Ab ins Dunkel. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es wäre Licht. Schiebt eigentlich irgendwer da oben das Regal wieder vor die Wand oder bleibt da jetzt einfach offen? Wer weiß, wer weiß. Naja, holen wir unser Zeug. So, Generator am Laufen. Der ist angenehm leise, dass auch ja keiner irgendwie auf den Verdacht kommt, da könnte irgendwie Aktivität sein im Untergrund. Hüpf. Übrigens an der Stelle vorher, wo man sich nach der Explosion umdrehen muss, indem man nach hinten lenkt und X drückt, stand ich beim ersten Mal spielen, glaube ich, ungefähr gefühlt eine Viertelstunde, weil ich mir gedacht habe, was ist denn los? Ich kann nicht lenken. Ist das hier eine Cutscene? Ist das Spiel hängen geblieben? Was muss ich denn machen? Und dann bin ich draufgekommen. Ah, nach hinten und X zum 180 Grad umdrehen. Erstes Tutorial, das das Spiel von einem verlangt. Okay, Rucksäcke, Entschuldigung, wo waren wir? Zeig mir die Rucksäcke. Wo sind sie? Da ist mein Rucksack. Holen wir das Zeug. Nicht mehr viele Kugeln. Ja, du musst gut zielen. So. Nachladen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Mach ich sofort. Bin schon da. Ich weiß ja nicht, ob hier oft Leute unterwegs sind, aber könnte man hier nicht irgendwie eine Leiter aufstellen oder so? Strickleiter, irgendwie was, ein Kästchen, ein Treppchen, irgendwas. Ja, man. Na los. Wow, die hat den gerade für ein kleines Stück, der hat bestimmt 90, 100 Kilo, der Kerl, oder? Die hat den gerade für ein kleines Stück mit einer Hand nach oben gezogen. Crazy. Geh weiter. Das könnte ich nicht. Also das da vielleicht, aber ich meine... Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? So, ihr wisst ja, jetzt kommen schon wieder meine Loot-Instinkte durch und ich schaue mich schon wieder überall um. Aber ich glaube, wir müssen das hier noch gar nicht. Das hier ist übrigens ein schöner Moment, finde ich. Hier habe ich mir echt gedacht so, wow. Ich meine, man sieht, es ist ein PS3-Remastered-Spiel. Es ist nicht ganz up-to-date, aber es ist trotzdem sehr schön. Und dass man auf einmal in dieser Welt, in der wir gerade waren, in dieser Militärdiktatur, alles ist dreckig, alles ist kacke. Und hier draußen ist eigentlich diese sehr harmonische und eigentlich sehr schöne, wenn auch zerstörte Naturlandschaft. Das hat mir echt sehr gut gefallen. So schön habe ich die Apokalypse, glaube ich, auch selten gesehen, oder? Okay, gnädige Frau, Sie haben da irgendwas über Ihrem Kopf. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Mhm. Oder so. Ich kann leider nicht laufen. Doch, jetzt geht's. Okay. Sie muss hier ja irgendwo sein. Vielleicht haben sie Wölfe geschnappt. So, suchen wir die Leiter. Ah, ich hab sie. Ich hab sie. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Okay, ich bring sie rüber. Wahrscheinlich da, wo diese Fahne so unauffällig weht. Das machen die anscheinend gern. So Bänder, die im Wind wehen. Oder Stoffe, die im Wind wehen, benutzen als Markierung. So. Nach Ihnen, Milady. Ladies first. Ha, tatsächlich. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Wollen wir die Leiter irgendwie mitnehmen? Umschmeißen? Irgendwas? Nö? Okay, gut. Du bist hier die Sicherheitsexpertin. Ich habe dich gerade zur Sicherheitsexpertin benannt. Ich wähle dafür 50%. Ich weiß nicht. Ah doch, guck, hier ist was. Man kann sich hier doch schon umsehen. Vielleicht... Taschenlampe. Vielleicht hätte ich schon früher anfangen sollen, mich umzusehen. Vielleicht weiß ich nicht mehr, wie man Sachen aufhebt. Firefly-Anhänger. Schauen wir mal. Umdrehen.
Anhänger des Mitglieds der Firefly-Miliz. David Michael Virgil, 000102. Vergrößern! Ist er nicht schön? Ich habe keine Ahnung, was die überhaupt bitte eigentlich machen. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel ein paar Mal durchgespielt. Keine Ahnung, was es mit diesen Firefly-Anhängern auf sich hat. Meint ihr, ich sollte mich hier ein bisschen umschauen, ob wir was looten können? Ihr wisst, dass Looten meine große Leidenschaft ist. Und hier gibt es sogar ein kleines, aber wichtiges Crafting-System, das man nicht unterschätzen sollte. Insofern, und ich habe gerade Schrott gefunden, also schauen wir uns um. Ist ja auch schön, Mensch. Die haben sich so viel Mühe gegeben, hier alles wunderbar zu dekorieren, oder? Ach, da könnte man auch schon wieder viel hineininterpretieren, oder? Dass hier ein Gemälde von einer Waldlandschaft offensichtlich hängt. Ja, man sieht es schlecht, aber Baumstämme, Wiese und so, oder? Man kann das, glaube ich schon, ist schon so Wald. In einem gesplitterten, schiefen Rahmen, während daneben ein Riesenloch in der Wand ist, das genau diese Landschaft zeigt. Also so wiedergewonnen, die kaputte Gesellschaft, also die Rahmen sind gesprengt, die Fesseln und naja, whatever. Ich finde es schön, dass hier Gras wächst, weil auf dem, kann ich mir vorstellen, dass auf Billardtischen, auf diesem komischen Stoffgewebe da oben drauf, dass das ein guter Nährboden für alles Mögliche ist. Davon essen will ich nicht unbedingt. Okay, hoch geht eh nicht. Soll ich die Lampe mal anlassen? Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte! Sporen! Sporen. Nicht infizieren. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Ups. So. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, den Nicht-Aufpass-Knopf. Ratten! Ratten werden anscheinend nicht infiziert von den Pilzen, oder? Pilz-Guy, hallo. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Okay, darf ich den auch noch ansehen? Ist die schon älter? Aber ich meine, sind die irgendwie blöd? Wie kann das passieren? Warum gehen die hier runter ohne irgendwie Sicherheitsmaßnahmen und so? Na, vielleicht waren die infiziert und wollten flüchten. Macht schon Sinn. Sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Ist aber nett von der Decke. Vielleicht will die nur Hallo sagen. Die neuen Nachbarn begrüßen. Scheiße. Pass auf. Helft mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Ich würde sagen, dass wir ihn natürlich erschießen. Das kostet zwar eine Kugel, aber ich meine, also wirklich, oder? The least we can do. Sorry. Rest in peace, buddy. Na guck, und hier sind gleich wieder zwei Schuss. Als Belohnung. Karma. Instant Karma. Müssen wir da lang? Weil wenn wir nicht da lang müssen, ich will erst dahin gehen, wo wir nicht hin müssen. Ihr kennt mich. Ich bin so rogue. Ich bin so radical. Ich gehe immer gegen den Strich. Wenn das Spiel will, dass ich da lang gehe, sage ich, ha, Spiel. Ich gehe aber da lang. Und dann sagen die Entwickler, okay, gut, dann hast du hier zwei Schrott und eine Kugel als Belohnung fürs Umsehen. Bitteschön. Aber in dem Fall nicht. In dem Fall sagen die Entwickler, geh jetzt endlich da lang, verdammt. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nein. Warum ist hier nichts? Entwickler, ich bin enttäuscht von euch. Versteckt mir halt irgendwie Goodies hier im Regal. Lügt doch irgendwas hier irgendwo hin. So ein großer, schöner Raum. Guck, da ist rotes Kraut. Wenn ich das mit grün kombiniere, habe ich super Heilkraut. Aber nö, nix davon. Na gut, dann gehen wir hier durch. Davon. Oh oh. Oh oh. Lauschmodus R1. Vielleicht sollte ich mal das Licht ausmachen.
Wir haben super Hörkräfte. Mit denen hören wir sogar Eichhörnchen pupsen. Okay, und jetzt schleichen wir uns an den Infizierten und werden den mit Dreieck greifen und mit Viereck finishen. Das, also, was ich mir halt echt, was ich mir in der Situation halt echt denke, ist es nicht echt gefährlich, dass einem beim Kampf die Gasmaske verrutscht und man nimmt einen ordentlichen Zug Sporen und dann hat man echt ein Problem? Ach, Himmel. So Leute, mit denen legen wir uns jetzt in der nächsten Folge an. Aha. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Es wird spannend. Es wird gut. Also wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, am besten holt ihr es euch selbst und spielt es. Das ist es wirklich wert. Oder ihr bleibt mit dabei und schaut weiter zu. Es ist ein echt cooles, cool erzähltes Erlebnis. Eine coole Reise durch eine schöne postapokalyptische Welt mit einer schönen Story. Ich habe jetzt wieder ganz viel nicht angesprochen, was ich eigentlich noch ansprechen wollte. Ich wollte in der zweiten Folge über die erste ein bisschen reden, weil in der ersten kommt man ja gar nicht dazu. Wegen dieser Szene, wo man die Familie nicht mitnimmt, obwohl sowohl die Tochter als auch der Bruder sagen, doch, wir müssen denen doch helfen. Aber unser Hauptcharakter sagt, nein, nein, wir haben selber ein Kind, die kommen schon klar. Das ist nämlich wichtig. Das prägt den Charakter schon sehr früh. Also wir erfahren, dass er eben schon vor der Apokalypse einfach so ein relativ egozentrischer, man möchte fast sagen Arsch war, der im Grunde halt einfach tut, was notwendig ist, um zu überleben und um die, die ihm wichtig sind, zu schützen. Und das ist ein Motto, das wird sich noch durch das ganze Spiel ziehen. Das wird noch wichtig bis zum Schluss. Na gut, aber für heute ist erstmal Schluss. Danke fürs Zusehen. Danke an Ramsey für seine großzügige Unterstützung auf Patreon und für die Wahl des Spiels, das er gerne sehen würde, denn es ist ein sehr gutes Spiel. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal dann. Ciao.